Team Spot Suche am Moskitosee. Wir suchen heute hier am kompletten Moskitosee und zwar nicht nur heute, sondern das ganze Wochenende über Spots am Moskitosee. Wo lüpft was? Wo kann man schön was rausziehen hier an dem Gewässer? Und posten das Ganze im Discord. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe einen Spot zugewiesen bekommen und da gehen wir jetzt mal hin und testen. Also ihr Lümmels, legen wir mal los. Ich mache mich schon mal auf die Socken und währenddessen können wir noch mal ein bisschen darüber schnacken. Folgendes hat sich ergeben, sozusagen. Folgendes wurde kreiert. Im Discord, Koboldchen und Lord Morpheus haben sich da zusammengetan und organisieren hier gerade das Team Spot suchen an den verschiedensten Gewässern. Das bedeutet, dass wir uns jetzt als Gruppe das gesamte Wochenende, jeder wie er halt gerade Zeit hat und Lust und Laune hat und wie viel Zeit er investieren kann und je nachdem, was für ein Level er gerade ist und so. Also mit den unterschiedlichsten Leuten an den verschiedensten Stellen an einem Gewässer werden jetzt Spots gesucht. Jeder hat einen gewissen Bereich zugewiesen bekommen, den er dann beangelt und wie er dann da angelt und mit welchen Sets und so, das bleibt alles selbst überlassen. Es wird einfach nur gesucht, was man an diesen Gewässern und an seinem Bereich, was man alles rauszieht. So, ich muss mal eben auf die Map schauen. Genau, mir wurde hier unten die Hand, naja, könnte auch ein Gemächt sein. Also mir wurde hier unten das, der untere Teil zugewiesen. Hui. Von hier, also von diesem Bereich runter, bis hier rum. Also bis hier so. Also dieser untere Bereich, den soll ich mal checken. Also muss ich nochmal eine kleine Ecke weiter hier. Hier um den Hodensack herum. Und dann sind wir hier im... Ne, auch noch nicht. Oh, das war... mächtiges Gehänge. Also hier rum und dann geht es eigentlich ab hier müsste das so. Das Ganze ist übrigens im Discord verlinkt, beziehungsweise im Discord gibt es einen extra Bereich Team Spot Suche. Heißt also, wenn du Lust und Laune hast, auch in der Gruppe die Spots zu suchen und dann ja, die Gewässer einfach auf Herz und Nieren zu testen. Einfach unterm Video ist ja wieder der Link zum Discord. Einfach da registrieren, anmelden und dann bei Koboldchen oder Lord Morpheus melden. Und dann geht halt los und dann werden da auch Stellen zugewiesen. Es sind mittlerweile, glaube ich, über 18 Leute jetzt hier gerade, die da dran tätig sind und rumprobieren und suchen. Jetzt das gesamte Wochenende über vom 4. bis zum 7. Also haben wir also schön ein paar Tage Zeit. 1, 2, 3, 4 Tage bis zum Dienstag sogar. Und das Ganze ist dann auch fürs nächste Wochenende schon wieder geplant, dass man sich da dann auch rechtzeitig wieder für anmeldet. Und dann geht es zum nächsten Gewässer. Und so weiter und so weiter und so weiter. Dass man dann schön Stück für Stück sämtliche Gewässer einmal wieder durchforstet hat. Und wenn wir dann irgendwann durch sind, nach ein paar Wochen, ja, ich würde sagen, dann kann man eigentlich wieder von vorne anfangen. Gucken wir mal, wie sich das so ergibt, ob sich dann da groß was ändert oder man macht mal ein bisschen eine Pause und dann guckt man nach einer Zeit mal wieder, wie aktuell die ganzen Spots noch sind. Also, ja, die Wahl der Waffen bleibt quasi dem Angler überlassen. Ja, da war jetzt hier unten in einem relativ Low-Level-Bereich sind. Ich würde sagen, ich fange mal hier an mit dem Feeder-Set Start. Also sehr leichtes Basis-Equipment. Und dazu habe ich mir dann auch noch drei relativ simple Köder ausgewählt. Das heißt, auf den drei Grundrouten hier, die ich hier komplett... Na, ich glaube, ich bin mit 6 Kilo bin ich hier unterwegs. 6,9 Kilo. Als Schnur bin ich hier unterwegs
Und hier ist dann einmal der Regenwurm drauf. Dann haben wir hier einmal den Mistwurm drauf auf dem 12er Haken, Regenwurm auf dem 4er Haken und nochmal den Brotteig ebenfalls auf dem 4er Haken. Wie auch schon häufig in den Tutorial-Videos beschrieben. Ich angel halt gerne, gerade auch mit so leichten oder mit so Basisködern, gerne mit deutlich schwereren oder größeren Haken. Muss man das hier überhaupt klippen? Ich versuche es mal zu klippen, dass wir hier so ein bisschen, genau, das sind jetzt hier 7 Meter. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Also, Basisköder, aber hochwertige Haken. Große Haken, kleine Köder sozusagen. So, das Ganze werde ich jetzt mal so eine knappe Stunde testen. An den verschiedensten Stellen. 1, 2, 3. Hier haben wir jetzt schon mal die Stelle. 3 verschiedene Köder. Machen wir schon mal direkt einen Screenshot für die Stats. Katzik! So, dann haben wir jetzt schon mal drin. Und dann von dem Setup, da können wir natürlich auch reingucken. Da bimmelt es auch schon direkt los. Setup 1. Ne, auf dem Regenwurm geht es sofort los. Okay. Dann gucken wir hier nochmal schnell rein. Setup 2. Alles festhalten, überall die Beweise. Damit man das später auch alles weiß, wie man das gemacht hat. So, das haben wir. Und hier sehen wir, hier geht es schon los. Die ersten Fische zuppeln und wir kriegen hier auf dem Regenwurm erstmal schön Karauschen. Giebel und Karauschen, so Smoke wieder, das ist immer gut für den Anfang. So, und dann machen wir hier nochmal ein für die Sodele. Haben wir das auch nochmal. Na, dann haben wir hier alle wichtigen Informationen jetzt hier im Bild festgehalten. Und ja, die Infos gehen dann weiter, ne? Und dann wird das hier alles schön gesammelt in dem Bereich Team Spotsuche. Und Lord Morpheus und Koboldchen, die beiden werden das dann alles schön zusammentragen. Es sind ja jetzt hier an diesem Gewässer. Insgesamt sind es hier 10 verschiedene Stellen, ne? Also von hier vorne geht es los, dann ist hier ein Bereich, dann kommt der nächste Bereich und so weiter, der vierte, der fünfte Bereich, der sechste dann hier unten, 7, 8 oder 8 ist glaube ich von bis hier, 7, 8, 9, 10 sozusagen. Also es ist halt schön alles aufgeteilt. Steht aber auch alles im Discord soweit beschrieben. Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt oder auch auf die nächsten Gewässer, ruhig einfach melden. Und dann gucken wir mal, dass wir das alles organisiert kriegen. Je mehr Leute da mitmachen, umso diverser ist es ja auch. Man hat von allen Seiten mit verschiedensten Leveln, mit verschiedensten Angelmethoden, hat man dann den Einfluss. Man könnte natürlich auch sagen, okay, ich gehe hier komplett auf Spinning. Ich will hier Spinning mal testen und so Sachen. Also auch das ist natürlich möglich. Je mehr Informationen kommen, umso besser ist es. Und wenn man sich überlegt, dass das bei den russischen Teams oder bei den russischen Anglern oder auch in Asien, da ist es ja auch schon ganz wild mit zig Accounts sogar, dass sie da irgendwie dran sind und da die Stellen durchforsten. Warum nicht auch wir hier, dass wir jetzt nicht immer quasi ins VK, ins russische Facebook-Such gehen können und müssen und da die Spots suchen? Nee, wir suchen die Spots einfach selbst. So, jetzt gucken wir mal, hier geht es schon wieder rund. Ich bin sehr gespannt, also ich werde jetzt hier schön erstmal, ich weiß es nicht genau, wie ich das am besten kaufe, vielleicht mache ich 20 Minuten pro Stelle oder so. Aber bisher sieht das hier auch schon mal ganz gut aus. Frequenz ist schon ganz ordentlich, ne? Wir haben hier auf dem Teig natürlich eher die Karausche. Wenn es hier natürlich so ein Hotspot ist für Schläfergrundeln, kann man auch machen, ne? Aber ich glaube, hier gehen auch ein paar dickere Sachen rein. Guck mal, da eine Schleie auch wieder. Auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch die Frage. Eigentlich könnte man hier, ich könnte ja diesen Spot hier alleine schon, könnte ich ja schon 4 Stunden beangeln, ne?
Also wenn man da überlegt, welche Ködermöglichkeiten alleine schon. Ich könnte ja den Käse noch reinschmeißen, einen Maiskorn reinschmeißen und was nicht alles. Da gibt es schon viele Möglichkeiten. Aber ich bleib erstmal so ein bisschen bei den Basics. Nicht zu wild. Und vielleicht geht es dann hier gleich weiter. Hier hinten nochmal in dem Bereich oder hier oben nochmal. Gucken wir mal. Also, kurzen Break. Und dann sehen wir uns dann gleich an einem anderen Spot wahrscheinlich wieder. Wow, also ganz wild. Ich war jetzt hier an der Stelle 30 Minuten. Das heißt, ich mache den nächsten Spot auch nochmal 30 und dann nochmal 30. Dann haben wir da zusammen insgesamt hier gleich anderthalb Stunden zusammengeschnitten. Wir machen das Ganze natürlich am nächsten Montag auch im Livestream noch ein bisschen weiter. Das heißt, wenn ihr da Bock habt, einfach mit reinschalten ab 19 Uhr auf Twitch. Da geht es dann in den Livestream und da wird dann noch ein bisschen weiter gesucht. Jetzt überlege ich gerade, die zweite Stelle ist ja hier, ob ich mich dahin platziere, hier unter den Baum oder ich glaube eher hier. Ja, also jetzt hatte ich gerade die Seerosen, jetzt werde ich mich auch hier nochmal an diese Stelle hier begeben und dahin legen. Das heißt jetzt so die Nacht hindurch, aber dann auch noch ein bisschen in die Morgenstunden hinein auch nochmal mit insgesamt 6 verschiedenen Ködern, die ich jetzt getestet habe. Gar nicht, 9 verschiedene Köder. Also pro Route immer ein Köder, immer 10 Minuten habe ich jetzt gemacht und habe das dann alles gerade notiert, was dabei rumgekommen ist. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Spot und ich bin sehr gespannt, was jetzt hier an der Stelle funktioniert. Legen wir los. Ja, kurzer Zwischenstand, wie es jetzt gerade aussieht hier. Ich bin ja jetzt hier an der zweiten Stelle. Die Nacht ist mittlerweile durch. Und ja, von den 9 verschiedenen Ködern, die ich bisher getestet habe, hat sich ja mittlerweile eigentlich sowas auch wie der Haferbrei als sehr gut rauskristallisiert. Regenwurm natürlich auch immer noch wieder mit dabei, Mistwurm mit dabei, gerade auch in der Nacht natürlich sehr gut. Tauwurm erstaunlich wenig, also wirklich dafür ist der Moskito wahrscheinlich einfach zu klein als Gewässer oder die Fische, die halt da drin sind. Da ist die alte Festung dann später wahrscheinlich deutlich interessanter, ne, mit dem Tauwurm. Aber jetzt im Moment erstmal sehr viele Bisse auf den Breisorten, auf Haferbrei, wie gesagt, auf Perlengraupenbrei und auch Regenwurm. Und es ist noch ein bisschen Zeit, ja, ein paar Minuten, 5 Minuten bin ich jetzt noch hier. Dann geht es wieder los zum nächsten Spot. Die Frequenz in der Nacht hier war ganz okay. Einige Kaulbarsche eben auch mit draufgegangen. Ich denke, die Frequenz könnte höher sein, wenn ich die deutlich kleineren Haken verwenden würde. Aber ich will ja auch die dicken Dinger und deswegen suche ich hier dann speziell nach Spots mit großen Haken, wo dann auch die dicken Dinger reinballern, die auch dann die Kohle bringen. So, wir sehen uns dann gleich am nächsten Spot. So, die Routen sind eingepackt und ich mache mich auf Socken zum nächstmöglichen Spot. Wo auch immer das sein wird, da muss ich gleich erstmal ein bisschen die Augen offen halten. Jetzt hatte ich ja die ganze Zeit in so Bereichen rumgefischt, die so sehr zugeschlonzt sind und so dicht sind. Jetzt muss ich ja mal eben schauen, wie weit darf ich denn eigentlich? Da ist das 1, Loch. Aha, genau bis hier darf ich. Genau bis hier, beziehungsweise wieder zurück. Das heißt hier schon die Grenze. Dann wäre das ja hier schon eigentlich zu weit. Da gegenüber stand ich jetzt gerade. Also die Freifläche wäre natürlich jetzt hier eine Möglichkeit. Wie gesagt, hier gegenüber stand ich jetzt gerade. Oder halt hier ganz unten. Ich glaube, hier sieht es auch nochmal richtig gut aus, ne? Also hier kann man, glaube ich, nochmal versuchen, ey. Entweder hier in dem Bereich oder hier. Ich probiere es einfach mal straight hier. Und hier werfen wir dann auch mal ein bisschen weiter aus als nur die 7 Meter. An den letzten Stellen waren es immer nur 7 Meter. Gehen wir mal so auf 9. Und dann gucken wir mal, was hier so reingeht.
So, ich bleibe noch bei den gleichen Ködern. Jetzt zuletzt verwendet Erbse, Maiskorn und, hoppala, und Käsewürfel. Und dann gucken wir mal, ob sich jetzt hier an der neuen Stelle 90, 46, ob sich hier ein bisschen was tut. So, für die Statistik. So, ihr Lümmels, jetzt haben wir es aber auch. Alle drei Stellen, die ich jetzt so mir vorgenommen habe, mächtig durchsucht. Hier an der letzten Stelle geht sogar noch ein bisschen was rein. Die beiden, die notiere ich mir gleich auch nochmal. Und dann schauen wir gleich mal in den Kescher, was denn das Ganze so gebracht hat. So, jetzt gerade nochmal eben kurz notieren. Hier war jetzt dann nochmal ein Rotauge. Gucken wir nochmal eben rein. Das war jetzt die Karausche. Nochmal auf dem Regenwurm kopieren. Zack. Und dann war hier nochmal ein Rotauge gerade auf Mistwurm. So, dann habe ich das alles notiert. Tja, und zum Ergebnis kommen wir dann auch. Ich würde sagen, das hier ganz aktuell ist mit der beste Spot. Und generell in dieser Area hier unten, in diesem Bereich, ich war hier und jetzt hier unten. Also an diesen drei Stellen, die besten Köder waren mit Abstand, muss man sagen. Mit Abstand waren die besten Köder Mais, Regenwurm und der gute alte Brotteig. Richtig gute. Das sind die Spots, die man hier, oder das sind die Köder, die man hier an diesen drei Spots mit am besten verwenden kann. Ich gehe es nochmal eben verkaufen. Wir gucken mal eben nochmal rein in den Kescher, ob sich das Ganze denn auch so einigermaßen gelohnt hat. Wobei es ja nicht hauptsächlich darum ging, ob es sich lohnt oder nicht. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch ein bisschen Silber sehen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, und wie gesagt, wenn du Lust hast, hier mitzumachen, einfach im Discord anmelden. Der Link ist ja unten drunter. Einfach da den Koboldchen oder Lord Morpheus anschreiben, dass du da Lust drauf hast. Dann wird dir ein Bereich auch zugewiesen, wo du dann quasi auch Spots suchen kannst, dass wir das so ein bisschen organisieren können. Da dann, wie gesagt, einfach Bescheid sagen. Und ansonsten natürlich gerne auch hier den Kanal abonnieren, Daumen da lassen. Das hilft natürlich wahnsinnig, um den Leuten zu zeigen, wo hier auch ein bisschen was geht. Dann werden die Videos zum Beispiel einfach auch mehr Leuten vorgeschlagen. Zack, 5 Karauschen. Und das hilft natürlich nicht nur mir, sondern auch allen Leuten, die hier gerade Spots suchen. Gerade auch Anfängern speziell, die hier was suchen. Guck mal hier, 800 Gramm. Alter, jetzt kann ich hier aber schon schön... Nee, Trophy war nicht dabei. Karauschen aber auch noch. Nach Gewicht 6 Stück. Verkaufen. Noch schön Aufträge. Kaulbarsche hatte ich gar nicht so viele. Spiegelkarpfen hatte ich auch, aber natürlich nicht so einen dicken Fetten. Das ist auch eher utopisch. Nicht, da haben wir wieder so einen Klassiker, ne? Nicht denken, dass man hier mal eben easy peasy im Low-Level-Bereich einen Spiegelkarpfen rauszieht. Aber was man im Low-Level-Bereich easy peasy rauszieht, seht ihr hier. Da sind wir hier mal eben bei, sagen wir, rund 55 Silber, die wir jetzt hier mit diesem kleinen Fischen gemacht haben. 55 Silber, das ist schnell erreicht. Wenn ihr in der gleichen Zeit die ganze Zeit auf diesen Spiegelkarpfen versucht habt, den zu fangen, habt ihr bei weitem nicht so viel Silber gemacht. Nur mal so zum Vergleich, mit Kartoffel oder mit Boilies vielleicht hier drauf. Das wird deutlich länger dauern, bis man hier mal einen 14-Kilo-Fisch rausgezogen hat. So, den Rest verkaufen wir natürlich auch noch. 55 Silber plus die restlichen Brocken. Schöne dicke Schleien sind mit reingegangen. Das war natürlich gut. Ein winzig kleiner Spiegelkarpfen ist auch mit reingegangen. Also, dazu kommen nochmal 120 Silber, also 170 Silber in anderthalb Stunden, muss man aber auch sagen.
Das Ganze hat ja doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Verkaufen, Petri ihr Lümmels, wie gesagt, einen Daumen da lassen und im Idealfall den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal auf Twitch im Livestream. Wie gesagt, Montag geht es dann weiter hier mit dem Spot suchen. Und so zu den Wochenenden hin, werden wir dann auch noch regelmäßig weitere Gewässer beangeln im Team Spot Suchkanal. Einfach da auf dem Discord euch melden. Und dann Attacke Vollgas. Petri ihr Lümmels. Bis dahin.